Hallo und willkommen zur dritten Staffel meines Nomadendaseins in Minecraft, wo ich viel erkunde und relativ wenig baue. Ich habe viele Mods, die ich gleichzeitig showcase über lange Zeiträume und hoffe, dass die Performance meines Rechners das mitmacht, weil einige Mods ziemlich an der Performance ziehen. In der dritten Staffel werde ich keine besonders vielen Mods hinzufügen. Ich habe sogar zwei Mods entfernen müssen aus Kompatibilitätsgründen mit anderen Mods, die ich lieber benutzen würde in der Zukunft. Allerdings gibt es eine große Veränderung, und zwar werde ich ein 46x46 HD Texturenpack benutzen, und zwar das MISA Texturenpack Version 3.0.3. Denn das Schöne ist, dass der Mod Optifine, den ich bereits seit Staffel 2 benutze, auch sehr schöne Einstellungen für HD Texturen und sehr guten Support für HD Texturen hat. Das war bisher ein relativ großes Problem vor einem halben Jahr noch, dass die HD-Texturen alle sehr viele Kompatibilitätsprobleme hatten. Man musste immer einen Patch machen für genau die Auflösung, die man haben wollte. Und ja, es sieht sehr gut aus. 64x64 beißt sich nicht zu sehr mit den Texturen, die es nicht im Pack hat. Es funktioniert alles reibungslos. Ein paar Sachen sehen nicht so schön aus. Aber in den Optionen von Optifine kann man sehr schön einstellen, dass auch HD-Texturen sehr gut laufen. Zum Beispiel machen endlich Mipmaps einen Sinn, und die Mipmap-Nearest-Berechnung sieht besser aus, weil transparente Texturen auf Mipmap, wie ist die andere Option? Linear, haben sie doch Transparenz-Effekte, und da sieht das Gras und das Schilf und die Treppen und die Blumen nicht so toll aus. Zumindest in diesem Texturenpack. Ich habe andere noch nicht ausprobiert. Von daher auf jeden Fall Mipmap-Typ Nearest machen. Und Mipmaps haben zwei schöne Effekte. Sie machen das Bild wesentlich schärfer. Sie erhöhen den Kontrast der Geometrie ein bisschen. Das ist schade, weil das Ganze sehr viel würfliger aussieht. Aber vor allem auf große Distanz sieht das Bild wesentlich schärfer und wesentlich weniger grisselig aus. Ohne Mipmaps sieht man sehr viel mehr kleine Pixel, und es sieht zu scharf aus, als hätte man es zu scharf eingestellt. So, in der dritten Staffel werde ich viel mit dem Boot erkunden und die ganze Küste absegeln. Das macht es wesentlich einfacher, nachher neue Mods zu installieren, weil eine Insel im Grunde ein Thema hat für Mods. Und wenn ich den Mod nicht mehr haben will, kann ich die ganze Insel quasi unter Quarantäne legen. Und jede Insel bekommt ihr Thema und ihre Version. Diese Insel hat dieses Alter, diese Insel hat dieses Alter und dementsprechend verschiedene Features. Dann werde ich mal meine Inselexpedition vorbereiten, denn dazu brauche ich mehr Wolle, mehr Karten und Holz für Boote. Also nichts wie los ab in unsere Wuff-Cave-Höhle. Oh, Schafe. Sehr gut. Ich glaube, ich sollte mal Scheren herstellen. Dann kriege ich auch mehr Wolle. Okay. Moment, wo ist die Tür hin? Wo ist... Scheiße, was ist denn hier los? Was zum Henker ist... Wo, Wasser? Ja klar, flutet meine ganze... Alter, lass das! Wasser, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Wo ist meine Höhle hin? Was ist hier passiert? Scheiße! Das ist ja wohl nicht... Hier war Wuffgrief. Wuffgrief Cave. Wo ist es? Wo ist es hin? Scheiße. Alter. Da war eine Truhe, da habe ich ein Dutzend Mal übernachtet. Und jetzt ist einfach alles weg. Nee. Kann nicht sein. Komm hier. So geht das nicht. Was ist hier los? Ja klar, noch mehr Wasser. Alter! Ist ja mal nicht wahr. Okay, das muss geguckt werden. Wo ist hier was los? Nee, nee, nee. Was ist hier passiert? Was ist das? Scheiße, was? Nee. Die Millionärstadt hat hier einen Brunnen gebaut und hat meine ganze Basis überflutet. Scheiße. Scheiße, Alter. Nee. Ist ja mal nicht wahr. Sieht schon geil aus mit der Reflexion der Treppe, aber hier war meine Basis, ihr Arschlöcher. Natürlich ist es auch schon dunkel, und ich muss schnell ein Bett suchen. Mein Bett ist natürlich weg, mein letzter Speicherstand war unten in der Höhle in Staffel 2 am Ende.
Was zum Henker? Ja, hier war irgendwie Wolfreep Cave und sie haben eine Zisterne reingebaut. Schön ist das nicht, Leute. Schön ist das nicht. Ja gut, ich habe, wo wir schon mal hier sind, Millionär geupdatet und auf Deutsch installiert. Es gab nur ein paar kleine Patches, was kleinere Siedlungen und den neueren Siedlungstypen angeht. Auf Deutsch ist Millionär ganz schön, es passt. Ich habe auch Deutsch-Patches ausprobiert, aber da gibt es nur Übersetzungen von Januar 2011 und das ist Version 1.5 von Minecraft. Das ist stark veraltet. Da macht es keinen Spaß, wenn nur die Hälfte auf Deutsch und die andere Hälfte auf Englisch ist. Das macht keinen Sinn. Wenn die Millionärstädte auf Deutsch sind und der Rest auf Englisch, das ist noch zu verkraften, aber die Hälfte des Spiels in einer anderen Sprache, das ist Käse. So, dann werde ich wohl nochmal in Schluchtfall übernachten. So ein Mist. Scheißdreck. Ja, bis bald.